Allerdings sieht die Sache hier komplett anders aus. Es ist ja so, dass die Gesundheitsämter und auch deutsche Fachgesellschaften sich jetzt nun gegen die Quarantäne überhaupt ausgesprochen haben. Ob es nun 5 Tage ist oder 7 Tage, freiwillig oder nicht freiwillig, Quarantäne ergibt keinen Sinn mehr. Das Virus zirkuliert frei in der Population. 50 bis 90% derjenigen, die positiv getestet werden in den Krankenhäusern, sind Zufallsbefunde. Also Quarantäne macht keinen Sinn mehr. Aber das Schlimme dabei ist eigentlich nicht, dass man jetzt zurückrudert, sondern dass man auf Grundlage des Drucks der Bevölkerung zurückrudert, entgegen der Evidenz, dass man also die Evidenz negiert, dass man die Beratung auch durch die medizinischen Fachgesellschaften negiert und jetzt durch die Twitter-Gemeinde, die man ja selbst über viele Monate hinweg Angst und Panik verbreitet, und diese Twitter-Gemeinde macht jetzt Politik über Herrn Lauterbach.